the power of the dark side. Wenn es hell ist, ja, und wo soll er sein? Da, wo der andere war. Am Canyon weiter zu unserem Gegner sozusagen. Da, wo ich die Gates gestellt habe, runter und dann rechts. Da waren zwei rote Parazier, 104 und 175. Also da, wo wir das letzte Mal auch längst gerannt sind, um zu den Gegnern zu kommen. Also Saruti, nicht bewegen. Ich so richtig Red. Ich sehe den Pfeil an meinem Kopf vorbeifliegen. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur, rotes X. Ich höre nur Phew. Dann solltest du vielleicht ein Gamma-Panel anmachen. War weit in die Richtung oder eher nicht so weit? War nicht allzu weit. Denk dran, da rennt irgendwo ein Typ mit dem Saber drum, mal wachsam bleiben. Ja, der scheint nicht wirklich. Also der hat mich auch versucht, mit nicht irgendwie mit Überwachung also zu greifen. Also eins ist noch da. Sehr schön, das ist es. Okay, dann kann ich aber jetzt vollkommen und nicht sicher fühlen. Boah, das braucht Pfeile. Ja, ist ja auch 174. Oh mein Gott, ich war fast in der Richtung. Oh, alle Fortes brennen, sehr gut, jetzt geht's an Metall. Ganz schön blutig. Echt? Nein, ist es rot. Ja doch, ist ein bisschen blutig. Na, vielleicht mal einer drauf schießen. Uiuiui. Aufpassen. Hallo. Ach, hallo. Da gibt's eine Lücke bei den Toren. Ja, ist gut, dann kann man durchschießen. Und wo farmen die Idioten jetzt immer Metall? Ich und wie viele Pfeile haben schon draufgeschossen? Ich hab keine Ahnung. Aber ich hatte über 100 und ich habe jetzt nur noch 50. Also auch so 50 abgeschossen. Müsste also bald umkippen, ja. Weil der braucht 94 Pfeile. Aber wir haben nur Körpertreffer, keinen Kopftreffer. Ja, der hat glaube ich auch keinen Kopf mit dem Playkarte, oder? Nee. Also 94 Pfeile Armbrust. Ich hab Angst, dass es da unten rauspackt. Komm. Well,
Dann bezüglich Zement, oder? Ich habe ein bisschen Stein gebracht. Die Tür ja, auf der Seite können wir aufmachen und hier kann's rauslaufen. Beton, ja. Wir hauen nicht jede Fortschritt voll, sondern hauen jede erstmal 500 ein, weißt du? Das hatte ich nicht zwei Dungbeetle gebracht? Ja. Drei, meine ich auch. Hätte jetzt erstmal voll gemacht. Kann man ihn nicht über den Teleporter teleportieren? Ja, lass in jede erstmal 500 reinhauen, weil das dauert ja ewig, sonst bis alle anfangen. Der übelst Schaden. Ja, wenn es stirbt, bist du dran schuld. Hier kann er stehen. Ach, hier. Wir müssen spätestens um 18 Uhr, ja, circa 18 Uhr müssen wir dann anfangen, die Dinge herzustellen, die ganzen Sachen zum Sprengen. Weil die müssen fertig sein, wenn dann die Zeit beginnt mit dem Pipe Cube. Ich kümmere mich dann hauptsächlich um die Base, aber sobald ich damit fertig bin, hier. Ja, wie viele Turrets haben wir schon? Deswegen sage ich ja, spätestens um 18 Uhr, weil sonst haben wir nicht mehr genug Zeit dafür. Und wir müssen, brauchen wirklich arsch viel davon. Ich meine, Raketenwerfer, Personen und so weiter. E4. Das Fahrrad hier haben wir es auf jeden Fall bebaut. Vor allem unsere Base hat noch keine Turrets. Sollen wir das zweite Paratier dann nicht tamen oder doch beide nehmen? Was genau man hat man? Ja, genau genommen brauchen wir nicht mal zwei. Weil es ist ja nicht so, dass wir uns denken können, wenn das eine stirbt, können wir das andere nutzen. Wenn das eine stirbt, können wir es zwei Stunden später wieder nutzen. Na doch, wir können das... Ja, aber wir können ja mit dem 100er dann jetzt im Moment schon rumreiten, während wir das 174er für die Teilchenphase aufheben. Um die von da unten aus der Stufe zu Das würde ich fast sagen, ist so ein bisschen Ressourcenverschwendung, wenn wir das Low-Level dann bebauen, um es jetzt zu nutzen. Wir haben halt knapp bemessene Zeit, sprich auch knapp Ressourcen. Mal davon abgesehen, dass Turret-Power sehr... Die Turrets kosten halt auch wieder was und wir brauchen auch noch Turrets für die Base selber. Sagt mich hier ein. Ich habe den Teleporter im okay. Raptor drin. Es leckt. Ja, okay, dann holen wir nicht das zweite Paratier, aber Beton? 174 ist... Ja. Beton, fahr mal bitte den Diplo weg, der backt mich hier ein. Moment. Bettung. Ich guck... Danke dir. Wo muss man dann für das Tier hinsagen? Ich würde sagen, da wo ich eben hin wollte, also auf die Fläche da. Da müsste es eigentlich... Habe ich jetzt meinen Terizino eigentlich ausgeladen? Da war noch ein Haufen Kristall drin. Okay, dann fahren wir das Fahrrad hier mal hoch. Irgendwie mega lange. Ich weiß immer noch nicht, auf was für Handy-Einstellungen eigentlich liegen läuft. Doch, das weiß keiner. Also, nein, ich habe ihn nicht ausgeladen. Ja. Ich bin gerade dabei. Kleiner Tipp, schnell. Aber eigentlich, wir müssen denen ihr Zurück-Fahrrad noch vor der Time-Cube-Phase töten. Weil dann haben die alles verschwendet, was da drauf ist. Ja, deswegen will ich ja diese C4-Aktion machen. Aber das wird sich halt. Alter, wie viel Tragfähigkeit hast du? 2000. Ja. Du musst halt richtig viel C4 an den Teleporter klatschen. Na, dann einmal drücken, Alter. Dann. So wie man es halt beim Offi macht, Alter. Abcampen auf den Teleport warten. Genau, du könntest dich ja oben auf die Brücke legen und warten. Da allerdings haben wir dich dann sozusagen dauerhaft verbraucht. Ja gut, jetzt ist halt Metall da. Soll ich nochmal eine Fuhre holen? Ja. Ich kann mitkommen. Obwohl, sonst macht das echt. Das ist zwar eine Weile beschäftigt, aber wir werden schon mit zwei wiederkommen. Diplos los. Ich produziere jetzt mal ein bisschen. Können wir machen, da kannst du einen anderen Diplom mitnehmen. Dabei noch am Umladen. Oder magst du schon mal gucken, kann wie ich auch ob da was ist, ohne mich? Haben wir noch Ressourcen für einen weiteren Teleporter in der Base? Nee, sonst guck ich, also den Teleporter raus. Ich kann ja auch zurücklaufen. Die Frage ist, ab welchem Level war das Paratier-Plattform-Sattelteil? Such doch einfach danach.
das ist doch einfach, das kann jeder. Wo lang bist du jetzt? Bitte? Wo lang bist du jetzt gegangen? Genau, stopp. Neben dir, links neben dir, okay, sind noch Eisen. Die mal mitnehmen. Ich geh dann mal, ne? Okay, ich habe den Parazier Plattform Battle jetzt erlernt. Ja, locker. Kann ich das schnell alleine hier liegen lassen, während ich das Ding verhafte? Und hier kommen die mal mit ihren Turret-Paras dahin, oder wo? Keine Ahnung. Ich habe hier bis jetzt noch keinen gesehen. Hätte schon geschrien wie ein Mädchen. Na, wir hätten es ja oben gesehen, ne? Ja. Guck mal jetzt, bumm! Genau so. Wird auch so ein bisschen dumm, ne? Man sieht nur die Turrets rennen und es ist tot. Ja. Okay, ich brauch Perlen und Zimmern. Hättest du uns auch in deinem Inventar sehen können, ne? Also ich würde das jetzt keine Tresormauer nennen, das ist einfach der Möglichkeit, wie wir unsere Sachen lagern. Platz ja. Ja, also, So ist es sehr platzsparend. Ja, absolut. Es wäre ja lächerlich, den Raum da leer zu lassen. Wäre eine Platzverschwendung. Vor allem war die Lava Person nicht eines. So viel, das muss irgendwie alles rausschneiden. Wenn ich das mal so sagen darf. Bis die Folge angeht, ist die Staffel sowieso vorbei. Ja, ach, da kriegen wir im Nachhinein Ärger. Ich weiß das. Wieso im Nachhinein Ärger? Das ist die Art und Weise, wie wir unsere Sachen lagern. Weißt du, was das... Sorry, aber es ist eine Art, Platz sparen zu lagern. Sorry, aber das ist eine normale Sache. Das Problem war, Leute, wir haben noch mehr. Ich stand bei diesem Satz genau neben dir und hab dir zugeguckt. Captain Rex, komm mit. Wir haben noch mehr Nachbarn unten im Canyon. Unten im Canyon? Yay, mehr Nachbarn, kommt. Solange sie alle. Ja. Solange sie alle unter uns ihre Base haben, haben sie schwer nach oben zu schießen, aber wir können sie alle von oben nach unten beschießen. Ich sehe das Turret-Parasail da drin. Ja, das ist die Anstandslos-Basis. Komm mit, mach mal hoch, nicht, dass die uns sehen, hier hochgeiern. Ja, redet ihr doch schnell. Oh ja, genau. Durch das Tech-Sheet? Ja klar, wegspringen. Komm, wir machen schnell Boss, dann können wir Granaten machen. Ach, du brauchst dafür keine Granaten, nimmst eine Kanone, fertig. Ja. Du musst 200 mal drauf schießen und dann ist es weg. 100.000 mal? Nee, 100 mal, glaube ich. Und top. Ich glaube nicht, dass du 2500 Schaden an einem Ding machst. Was ist das? Haus zwei, 150 aufs Kronen. Eisen, da ist noch Eisen. Bei mir ist da kein Eisen. Okay. Da hat Rudi noch was Interessantes gefunden. Hast du Bock? Nee, noch nicht. Der hat 99,9%. Wo sind die Spezies X-Samen? In der Smithy. Bring ich alles gerade nach oben. Na. Ist doch auch schon oben, oder nicht? Ja. Dann habe ich gerade um die Schränke. Mach ich nämlich schon die ersten Beta ready? Oh, halt die Tür. Nicht gut. Mach einfach den ganzen Berg vor. Wer ist dann die Nacht oberhalb des Canyons? Ich mache jetzt gerade mal den normalen Aufgang, mache ich jetzt erstmal fertig soweit. Hans Doppelte, glaube ich. Es hat noch nicht geregnet seit ja, dem Spiel. Ja, aber unterhalb des Canyons sind dann auch welche, also haben die zwei Basel oder was? Ich muss ein paar Pipes bauen, es hat nicht einmal geregnet bisher. Ja doch, aber da ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Oh, warte mal, die Dinger sind im Schild drin, oder? Ne, sind nicht im Schild drin. Gerade so.
Aber trotzdem, sie kriegen irgendwie keinen Regen ab. Das Parazier ist fertig. Ja. Nö, also laut Beam ist der Regen lang genug. Gut, die Animation ist einfach nur zu kurz. Ich meine, die haben ja genug Wasser, sagen wir. Oh Gott, das bebt. Ich kann ja auch Steinpipes machen, so ist es ja nett. Das reicht ja aus. Die sollen ja nur kurz bewässert werden, dass ich schon mal einen Anfang habe. Kann ich ja vom Brunnen auslegen. Das erste Parasol ist fertig. Ja. Yeah. Hast du das Parasol jetzt einfach Fähchen genannt? Ja, natürlich! Irgendwie wolltest du dich ja auch Fähchen. Nein, Fähchen hat keine Komplexe. Ja, ich bin noch nur dieses eine Mal dabei und hab ich was gemacht und das muss jetzt nach mir benannt werden. Naja. Vielleicht verstehst du ihn wie einmal oder so. Es ist ein weibliches Ohr. Ja, du meinst das muss auch stehen. Natürlich darf das Fähchen heißen. Das muss sogar Fähchen heißen, ne? So, Sarudi, ich bin da wieder soweit. Ja, ich muss gerade mal gucken, ich habe da hier unten nichts gefunden. Google gerade schnell, wo man hier am besten Stegos findet. Google, dein Freund und Helfer. Jo, ich brauche dir was zu futtern. Bringen wir das mit. Ist halt eigentlich eine Tatsache. Aber ich kann dir eine Seite linken, da kannst du gerade den Spawn aller Tiere eingeben, was du suchst. Das ist dir angezeigt. Die Map hatte ich auch schon mal. Ich bin jetzt einfach mal auf der anderen. Wenn es bei mir laden Fleisch. Würde. Weiß ich im noch nicht. Irgendwo Lagerfeuer. Noch nichts sortiert. Ja, hier ist sorry. Kann man eigentlich mit dabei bei TypeCube mal alles lernen? Ich denke schon. Jetzt die Frage: Reicht die Zeit, um das Level hoch genug zu kriegen? Genau, lass es einfach. Du brauchst eh nicht alles. Nein, niemals! Brauchen wir noch Stein? Keine Ahnung. Das Parazier ja nur auf Lebenswillen, oder? Würde sagen. Will ein bisschen Gewicht vielleicht? Es hat 1400. Toll. Ja, okay. Und? Was mit Geschwindigkeit? Wenn es weg haben, muss, wollen wir eine Toilette bauen? Okay. Würde es sich lohnen, eine Toilette zu bauen? Ich denke nicht. Ja, stimmt, für die 4 Stunden, dann ist eh wieder immer wieder Reset. Von daher. Wir sind eh im Dauereinsatz. Genau, so. Wie viel zu essen hast du dabei? Noch 16 Stück Fleisch. Guck mal, ich kann Pteranodon-Sattel lernen. Drum. Ah, Moment, ich geh noch mal trinken, mein Wasser ist schon wieder fast leer. Gute Idee. Halt, Parasus-Sattel habt ihr schon gebaut? Ist schon drauf. Ist schon drauf. Oh. Ich habe nichts gesagt. Ich möchte gerne mitkommen. Das steht oben vorm Haupteingang der Base neben dem Rex. Der typische rote Teil. Ja. Der typische Mädchen. Schön. Warte mal, Sarut, ich muss gleich den Raptor nochmal skillen. Wie können wir am besten ein bisschen Movement? Ich will gar nicht wissen, was da gerade aus Metall zerlegt wird. Genau. Genau. Ja, Impis will ich nicht, der Müll bestimmt selbst irgendwie. Du
doch eh ein Rollback, oder nicht? Oh, Hyänen, ganz viele Hyänen. Boah, eine schwarz-blaue. Ich bin jetzt dran vorbeigelaufen. Naja, gut, dann laufe ich auch. Rex bekommt gleich einen Zuckerschock, wenn er noch mehr schöne Tiere findet. Irgendwann kommt eins, was ich auf jeden Fall sehen muss. Dann gehen wir weiter. Aber nur irgendwann. So, hier am besten ein bisschen in der Felswand längs, sonst sind wir gleich in der Turret. Hier ist das 102er. Ja. Warum läuft der dran vorbei? Warte. Weil wir es nicht haben wollen. Schau am besten mal in die Fleischfresse rein. Wir haben einen Haufen Schwarzbären, aber haben kein Fleisch da. Seh nicht. Seid ihr lang? Über dir. Lauf weiter. Über mir? Jetzt vor dir. Lauf zum gelben Drop in die Richtung. Links an dem See vorbei. Was für ein See. Mich interessiert ja schon, was das für eine Base ist, aber ich gehe da jetzt lieber nicht mehr ran. Das hatte ich letztens irgendwann schon mal rausgefunden, habe ich aber schon wieder vergessen. Hier ist ein hellgrünes Megalocerus. 165? 162. Mitnehmen, würde ich sagen. Was, Stego? Jetzt sehe ich den See. Ja, der ist 156. Ich bin jetzt beim See. Dann lauf links am See vorbei. Ja, einfach hier tame. Okay, links, würde ich fast sagen. Links am See. Lock ihn am besten nicht ins Wasser. Und die Nachbarn, da sind 2 Cater. Achso, genau, Spectator, ja. Ne. Spectator. Auf der Seite, ja. Ich vergesse jedes Mal, dass es kein Plus ist. Meine Armbrust ist kaputt gegangen. 168er Dito, aber der ist ja die jung. Vom Grab. Ist der trotzdem low? Ja, dann nutzt die erstmal. Was ist mit dem Diplo? Würde der sich lohnen? 162? Aber noch heranwachsend oder so? Nein, dann nicht. Schade. Ja, schon einiges blutig durch den Terrorbett. Der scheint auch High Level gewesen zu sein. Geh den Drop holen. Wen habe ich gerade getroffen? Ich kann sein. Hast du nichts zum Betäuben dabei? Ja. Er hatte schon was. Oh, hier oben fliegt ein Quetzi. Ja, er fliegt schon die ganze Zeit hier rum. Er denkt sich, haha, ihr könnt euch mich doch eh nicht nehmen. Fähig ist ein bisschen ein Ziel noch ihn, du hast mir eben gerade einen Headshot gegeben. Ja, dann musst du nicht üben, dann treffst du ja gut. Naja. Hier fliegt jetzt die ganze Zeit dieser Pfeil in der Fresse rum. Nein! Er rennt weg. Was war das gerade für eine Nachricht? Ich hab's nicht lesen. Um 18 Uhr. Also um 18 Uhr. 18 Uhr, 20 Minuten Pause. Guck, dass er in die Richtung. Da folgen Wölfe. Was bei dir? Nee, ich lauf einfach durch den Mammut durch. Vielleicht hilft das ja. Der Mammut mit roten Hörnern. Also ich mag die Steuerung überhaupt nicht, vom Tier aus zu schießen. Naja, die soll ja, glaube ich, mit Absicht nicht ganz so OP sein. Warum denn? Ich schieß doch gut. Ja, es ist eben nicht so, dass du dich super gut bringst. Achtung, er rennt gleich die Klippe runter, wenn wir nicht aufpassen. Jetzt rennt er mir das wieder ist ein High-Level-Wolf. Jetzt rennt er die Klippe runter. Oh, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Oh, nee. Oh, jetzt such ich einen Game am Limit. Welchen, wo bist du? Ich hab einen Suchen für einen Gili-Brustpanzer, 102 Armor. Haben wir einen besseren? Nimm auf jeden Fall mit. Hab ich. Wir ritten das selber. Ui. Ich komm runter. Vielleicht kann ich was mit Blutungsschaden machen. Oh, Bolas, der Bolas. Okay, dann renne ich vielleicht doch weg. Wo ist er?
Nein. Richtung. Komm. Ja, eigentlich Richtung unserer Nachbarn. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Okay. Bitte, bitte sag mir, dass du wieder. Dass du wieder rauslaufen kannst. Ich kann gerade nicht. Ich kann laufen. Wegen dem Saber. Warum? Ach, das ist Olaf selber. Grapplinghox mit hatte. Der hat mich halt direkt runter. Hast du Hilfe? Ich hab mich weggegrappt. Ich nicht. Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Dahin gelaufen, wo wir herkamen. Ja, okay, dann wieder. Da kommt er wieder, der kommt wieder, der ist da. Ah, da ist er. Oh, da ist okay. Ein Kanu. Oh, der hat dich. Weggrabben. Keine Grappling Hook, das ist jetzt. Nutzilla, bist du in der Base in den Terry? Ich kann auf den Terry gehen, ja. Wo der Terry ist, Alter. Oder soll ich lieber mit dem Rex kommen? Ja, komm mit dem Rex. Nein, der Rex ist zu langsam, der hat Ausdauer leer, bis ich vorne an der Brücke bin. Ich soll ja nicht an die Brücke, sondern ans andere, oder? Ich hab einen Sniper, warum sniper ich denn nicht? Teleporter? Ja, ich setze einen Teleporter. Und wohin? Ja, in die Nähe von. Ich hin, wo aber wir sind so. Teleporter ist nicht benannt. Ich habe den Stego verloren. Nein, jetzt bin ich diesen verdammten Hang runtergefallen. Der Stego ist tot. Hat der weggemacht. Na gut. So. Da. Ah, hier ist ein Kanu. Teleporter. Ich mag Kanus. Wie selber hat der? Ja, wollen wir dann nicht einfach weiter? Ich bin dort. Hallo, ich bin dort. Ist der jetzt, hat er sich jetzt verzogen? Ja, super. Danke, dass du gekommen bist. Das bringt uns dann leider trotzdem gerade nicht. Eine Richtung wäre es gewesen. Einmal das Wasser rüber. Ich musste eine freie Fläche finden, wo der nicht direkt ist. Aber der hat sich direkt wieder verzogen jetzt. Hat nur einen Stege uns versaut. Da ist er! Wo denn? Oh ja, dann drauf da. Wo? Wo denn? Gegenüber. Ah, da. Ja, komm mal her, ein Stück. Der ist. Ja, der haut ab, der ist so schnell. Ja, klar, der haut das wieder. Der ist bei seiner Base. Das ist halt direkt auch sein. Der hat mich halt nicht gesehen, das ist das Witzige. Okay, dann schön, ich doch wieder rüber. Warte, ich ersetze den Teleporter nach unten. Oder kommst du an, du kommst hoch. Dann, Mach schnell. Wo seid ihr hin? Ja, warte, ich muss raus aus dem. Immer noch da, wo wir gerade gezähmt haben. Wenn ich aufheben, Teleport. Da kommt einer mit Raptor? Oder ist es Feechen? Das ist Feechen. Okay. Aber da ist nämlich der Typ hingerannt, wo du herkommst. Ja, der ist auch da hinten in seiner Base. Ja, da hinten ist halt deren Base auch direkt. Das sind unsere Nachbarn, wie gesagt, direkt. Okay. Und die haben oder der nur Steinstrukturen. Das heißt, wenn wir mit einem Steingolem, Ja. Als wir direkt vor deren Base letztens standen mit Flakrüsten, haben die uns nicht angegriffen, weil wir Flakrüsten anhatten. Also ich hab wieder Holz mitgebracht, weil ich aus Versehen ein paar Bäume erwischt hab. Profi. Ja, er kommt, wenn er zwischen Bäumen durchrennt, das ist das Intelligenteste, knapp vorm Terry rumrennt, dass der die ganze Zeit auf die Bäume einschnetzelt. Hallo. Ah, hier sind wir, cool. Ja, hier sind Wölfe, lass uns mal 10. Ja, weg. Diesen Teil erwischt. Die wollen brauchen wir jetzt nicht und wir erfrieren außerdem. Einfach also ich nicht. Dich. Ja, doch jetzt. Wohin? Verfolgt mich der Wolf oder warum könnte ich schaden? Ja, wenn sie. Ah, ich sehe euch da. Oh, bist du schnell. Arme Hirsch, komm gar nicht hinterher. Er springt mit dem Hirsch, der Hirsch ist auch schnell, wenn du springst. Ich weiß, aber er hat ganz schön wenig Stamina. Eigentlich nicht. Ich komme sogar damit zurecht. Ich habe ihn halt schön auf Geschwindigkeit getrimmt und ein bisschen Tragfähigkeit. Ich brauch Stamina, wartet bitte. Sonst sterbe ich allein. Have fun. Ich höre. Mein Stamina ist auch fast weg. Und das Hirsch, warte mal kurz, habt ihr noch Beeren? Das sind Fleischfresser. Egal, erstmal ein Stück ja, weiter. Ja, kann ja sein. Ja, wir sind alle am Frieren. Ja, mach weiter, schnell. Okay. Ja, mach weiter. Warum ist es plötzlich so kalt? Weil wir im Schneegebiet sind. Ach so, ja, mir ist aber auch kalt hier. Ja, ist Nacht. Nee. Vorne läuft was Kleines rum, was ist das? Ah, okay. Irgendein Baby. Raptor. Nein.
Letzter Raptor ist schneller als ich. Ja, das sind ja auch alles. Only movement. Lass mal Juti ziehen, ist auch voll wo cool. Ist der Juti? Unten. Ja, wo neben unten? Hier links von neben uns. Da unten kommt gerade hoch. Okay, dann gehen wir mal rechts. Kannst du nicht noch schnell gucken, welches Level er hat? Ich habe ein Fernglas. Hier kurz stehen bleiben. Er bleibt da nicht zu nah dran. Oh, da kommt er hoch. Achtung, Achtung. Da kommt weg. Ja. Hier runter. Nein! Ich kann nicht gucken. Der hat Level 162. Eigentlich cool, aber... Ich will den auch haben. Geil, ist halt saumäßig anstrengend zu tamen, wir sind mit bestimmt eine Stunde beschäftigt. Oh ja, das ist viel zu viel Zeit. Lohnt sich das nicht, genau. Den Zeitaufwand. Schade. Ja, das lohnt sich halt nicht. Wir laufen gerade genau zum Rexball. Wo laufen wir hin? Zum Rexball. Okay, jetzt. Oh, jetzt sieht das Partie nur hübsch aus. Hallo. Oh Gott, jetzt kommt das wieder. Ihr müsst die Base Pink anmalen. Das ist witzig, siehst du das? Was denn? An, aus. Ja. Nicht bewässert. Schlecht? Sind Brontos an? Bronto? Nee. Kurz warten. Wir sind Brontos sind an, unterhalb unserer Base ist einer. Nee, wegen Tamer. Warum, was ist? Das ist ja, alles gut, ich hab nur Beeren gesammelt. So. Und nicht alleine bleiben. Was für Hilfe? Der Raptor kann gar nichts. Gar nichts kann er. So. Der Raptor.